So. Jetzt sind in dem Computer Mikrodrohnen drin. Zeit für die Babydrohne, ein paar streng geheime Infos von Papa zu stehlen, ja? So ist es richtig. Das wird super. Laserfeuer. Cool. Aber was müssen wir machen? Vielleicht die Dinger da oben. Ah ja. Ups. Hier sind wir also eine Mini-Mini. Ne? Ihr seht das, hier sind Prozessoren und so, wie klein das alles ist eigentlich. Ne? Wir sind also so groß wie so ein RAM-Baustein. Ne? Winzig kleine Drohne. Aber wir arbeiten uns hier schön durch diesen Computer durch, mit diesen tollen Lüftern. Sollte natürlich nicht in die Stromwände reinfliegen. Ist schon cool, so ein PC jetzt so riesig groß zu sehen. Den ganzen verschiedenen Bausteinen. Oh, das Hackerspiel. Ach ja, ist ja auch das Spiel. Ja. So, und weiter geht's. Machen wir auch auf Vorsicht da auf. Ja. Das enthält besser. Oh, hier wird's heiß. Hier wird's heiß. Unangenehm heiß. Aber wir sind schnell durchgekommen. Da haben wir so auf jeden Fall bessere Lüfter rein. Hier muss ich ein bisschen mal gucken, wo geht's denn lang? Hier unten ist nicht so viel Strom, oder? Ups. 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 Ja. Geschafft. Aber meine Drohne hält nicht mehr viel aus, ehrlich gesagt. Läuft. Wann sind wir denn da? Sie qualmt schon. Ich weiß nicht, ob dies noch lange macht. Bisschen wie der Todesstern aus, oder? Nächster Bereich. Wieder so ein Hitzebereich. Da warten wir mal ab, bis das ein bisschen abgekühlt ist. Der Rechner noch lange hält, wenn der nicht vernünftig hier kühlt. Ich weiß es nicht genau. Jetzt müssen wir nach oben, oder? Ich weiß nicht, wohin müssen wir hier. Oh Gott, Sebastian, nein! Okay, keine Zeit für Tränen. Das ist Sebastian, ein anderer unserer zahllosen Mikrodrohnenfreunde. Sie heißen natürlich alle Sebastian. Perfektion lässt sich nicht verbessern. Auch wieder Sebastian. Eine weitere Zusatzdrohne. Die Frage ist nur, schaffen wir es mit ihm jetzt durch diesen Hitzebereich? Ich weiß nämlich nicht, wo ich da lang musste. Da war voll die Sackgasse. Wenn ihr einen Tipp habt, könnt ihr es ruhig reinschreiben. Ich lese auch mit. Falls ihr Fragen zu Watch Dogs habt oder zu meinem Kanal, einfach reinschreiben. Mann, das ist hier schon wieder gefährlich. So, das hier schaffe ich wieder. Also warum muss ich jetzt nur kurz kühlen? Und weiter geht's. Na hier. Da oben. Moment. Einfach doch auf der anderen Seite. Und dann. Wir sind durch.
Nächster Hitzebereich. Die Hitzebereiche sind doof. Oh oh. Ganz schön heiß. Ist der hinten gut? Der hier. Nicht besser der Strombereich. Aber hier kann kein Lift sein. Da kann auch kein Lift sein. Also diese PCs mit ihren ganzen Hitze und Lüfter, Mensch. Das sind doch eigentlich Bio-PCs, da kann man das alles nicht. So ein paar biometrische Chips oder so. Da bräuchte man das alles nicht. Wie kommen wir jetzt da durch? Hm, die Luft wird mich jetzt auf jeden Fall hier zur Seite Eieiei, und da ist eine Wand oder Strom. Ach komm, ich probier's einmal. Okay. Und so. Und ich muss da lang, wie es aussieht. Unter dem Lüfter. Ja, geht. Sehr gut. Ups, da war auch viel Strom. Und der nächste Bereich. Nervenkitzelspiel. Oh. Was für ein Staubfänger hier. Gibt's ja gar nicht. Und gute Nacht, sagt Frau Kilana. Danke für den Spaß, für die Wünsche. Dann schlaf gut. Vielleicht sehen wir uns ja demnächst nochmal hier auf dem Kanal. Wäre ja schön. Ah, ich weiß, wo wir müssen. Ich glaube, da kann man hier an der Seite. Ich nehme einfach die Pipelines hier, wisst ihr? So, und dann hier lang. Und dann hier hoch. Genau da, wo die Lüfter halt nicht sind. Ja. Sehr gut. Das hat doch geklappt. Voll das Science-Fiction-Flugspiel. Was hat das noch mit Roboter zu tun? Das ist voll der Flugsimulator hier. Yay. Und ab durch die Todesstadt. Es wird heiß. Ich muss mich beeilen. Ja, nein. Wir verglühen. Nein, ich hab's geschafft. Sehr gut. Da sind die Kerne. Zerstöre sie, Sebastian. Und sei bloß vorsichtig dabei. Der nennt uns immer Sebastian. Immer wenn die Drohne kaputt geht, sagt er, ah, das ist wieder ein Sebastian. Das ist lustig. So. Genau hier. Das Motherboard zerstören. So muss das sein. Da wundert man sich immer, warum der PC ab und zu mal platt ist. Jetzt wissen wir es. Jetzt. Geschafft. Du hast deinen Vater sehr stolz gemacht, Sebastian. Oh gut. Du solltest jetzt den Themis-Projektraum betreten können. Dann ruinieren wir Nigel mal den Tag. Jetzt bekommen wir Zugriff auf die Themis-Akten. Die wollen wir vernichten, soweit ich das weiß. Aha, interessant. London. Einst ein Leuchtfeuer des Anstands, jetzt ein Sumpf der Gesetzlosigkeit. Die Menschheit kann sich eindeutig nicht mehr selbst überwachen. Aber zum Glück müssen wir das auch nicht. Willkommen bei Projekt Themis.
Albion ist es gelungen, mit LiveScore, einem Aggregator biometrischer und persönlicher Daten, ein bestehendes System auf unseren neuen, autonomen Drohnen anzuwenden. Diese Drohnen können Bedrohungen identifizieren, isolieren und terminieren, bevor sie Schaden anrichten. Sie können überall hin. Sie sehen alles. Sie töten ein Ziel in einer Gasse oder in Menschenmassen mit perfekter Präzision. Themis-Drohnen tun das, womit Menschen immer Probleme hatten. Handeln, unverzüglich und entschlossen. Tolles Logo. Scheiße, ich wusste es. Der LiveScore-Algorithmus. Mein Algorithmus. Ich hätte ihn löschen sollen, bevor ich gegangen bin. Was soll das heißen, Hamish? Du weißt, wie Themis funktioniert? Nein, also... Ja, das war vor Jahren. Wir haben einen LiveScore-Algorithmus entwickelt. Das war für ein Peacemaking-System, wie Cass es nannte. Es sollte gefährdete Zivilisten identifizieren, keine Ziele. Verdammte Scheiße! Also könnte Themis theoretisch so programmiert werden, dass es auf Grundlage beliebiger Parameter Leute ins Visier nimmt? Ganz genau. So denkt Cass. Ein Genie, aber ein krankes Genie. Wir müssen das beenden. Und ich weiß auch wie. Wir löschen die LiveScore-Daten und Themis ist erledigt. Scheiße. Also gut. Ja, das kriegen wir doch hin. LiveScore. Hier sind sie. Ich sehe es genau. Das sind die ganzen Daten. Die löschen wir jetzt mal. Schöner Virus reinspielen. Erledigt. Ja, deine Medaille kriegst du ein andermal. Verschwinde jetzt. Okay, ist ja gut. Ja, deine Medaille kriegst du nochmal. Gut, ich habe nochmal genug Schrotmunition. Ich habe noch genug Granaten. Ich glaube, wir schaffen das hier raus. So. Selbst wenn da oben jetzt Wachen sein sollten. Ja, Tidys, ich glaube, wir haben dich besiegt. Das war's wohl. Und wieder eine Mission geschafft. Damit dürften die Drohnen jetzt kaputt sein, oder? Unnütz. 20 Technikpunkte. Sehr gut. Und könnte unterhaltsam sein. Ich habe eine Audioübertragung von Nigel Cass abgefangen. Nein, nein. Genug entschuldigt. Das ist meine Stadt und Detzek wird nicht dazwischenfunken. Themis sollte London und die Welt verändern. Und diese Gruppe von Terroristen wagt es einzugreifen? Und der verdammte Hamish Bolaji? Ich will sie alle. Sie ließen euch wie Narren aussehen. Spazierten einfach in den White Tower. Und niemand hielt sie auf. Trotz all unserer Sicherheitsmaßnahmen. Hat mir irgendjemand irgendwas zu sagen? Nichts. Gut, alle. Und ich meine, alle in dieser Organisation werden untersucht. Unverzüglich. Jemand hat geholfen, das ist sicher. Und wir werden ihn oder sie finden. Diesmal kriegen wir sie alle. Tja, das war's dann wohl. Das wird Cass eine Weile beschäftigen. Kein LiveScore mehr, kein Themis mehr. Ihr habt's geschafft. Scheiße, ja, geschafft, Hamish. Ohne dich hätten wir es nicht hinbekommen. Falls wir je wieder hinter Cass her sind, könnten wir dich anrufen? Ich bin kein Teamplayer. Überleg nur mal, wie es bei Albion gelaufen ist. Aber ich behalte sie und Cass im Auge. Und liefere euch vielleicht Infos. Und dann ist da noch Zero Day. Erinnert ihr euch noch? Die haben DedSec 1.0 auf dem Gewissen. Cass hatte da auch seine Hände im Spiel, Bagley. Und bei den Bombenanschlägen. Wir nehmen also jede Hilfe, die wir kriegen können, Hamish. Danke. Und die Mission ist abgeschlossen. Im Bauch der Bestie. Sehr gut. Null Toleranz, Albion-Kapitel erledigt. Im letzten Abenteuer von Detektiv Bagley und seinen zeitweise hilfreichen menschlichen Helfern entdeckten wir, dass eine milliardenschwere Technologie-Mogulin und ein Kriegsgewinnler beide menschliches Leid ausnutzen und Tausende umbringen wollen. Eine schockierende Wende.
Und wo wir schon bei Verdächtigen sind, Mary Kellys Sklavenhandel könnte jeden Tag stattfinden. Und wir haben ein Notsignal ausgerechnet aus einem Coffeeshop erhalten. Vielleicht ist das WLAN ausgefallen. Ist das relevant, Bax? Ja, natürlich steckt mehr dahinter. Aber ich musste einen Witz machen, damit du aufpasst. Ich habe beide Spuren auf deiner Optik markiert. Okay, dann wollen wir doch mal schauen, was wir jetzt zu tun haben. Also, wir haben auf jeden Fall jetzt schöne Punkte bekommen, nämlich hier verschiedene Technikpunkte. Und jetzt können wir endlich hier die Drohne kapern. Also endlich die ganz dicken gehören jetzt ab und zu auch uns. Und beim nächsten Mal können wir sogar die Geschütze hier deaktivieren. Ach ne, die kann ich jetzt sogar schon kaufen. Genau, so. Und dann sind wir fast schon durch. Ne? Also noch ein paar Technikpunkte hier für die Drohne richtig als Verräter agieren zu lassen, ne? Damit die auch die anderen einfach killt. Und dann können wir hier noch irgendwann mal die Elektroschockfallen holen, die Raketendrohnen und so, allen Krimskrams, den brauchen wir aber nicht so dringend. Von daher, ja, sind wir doch wieder etwas weiter. Gucken wir uns mal die nächsten Missionen an. Albion ist immer noch nicht besiegt, aber immerhin haben wir denen ihre Drohnen kaputt gemacht. Jetzt haben wir hier Whistleblowing. Der Zeck hat ein SOS-Signal erhalten. Es kam anscheinend von einem Server bei Storage Coffee. Oder, Entschuldigung, Auktionscrasher. Da geht es um die Kelly jetzt schon wieder. Ja, die müssen wir auch noch besiegen. Aber ich weiß noch gar nicht, was Sears ist. Und weil wir das nicht wissen, machen wir jetzt mal Whistleblowing, damit wir da etwas weiterkommen und mal rausfinden, was denn dort genau die Sears-Missionen sind. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Sind gar nicht gut markiert auf der Map gerade, oder sehe ich das jetzt falsch? Moment. Der Zeck hat ein SOS-Signal erhalten. Es kam anscheinend von einem Server bei Star Ogre Coffee. So. Aber ist das markiert oder nicht markiert? Bin ich blind oder sehe ich das nur nicht? Oder ist das hier das Star Ogre Coffee? Nee, oder? Ich würde sagen, das kriegen wir gar nicht so richtig gerade gefunden, dieses Coffee. Wisst ihr vielleicht, warum wir das nicht finden? Ist das vielleicht so gedacht? Sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, was machen wir dann? Dann machen wir mal kurz was anderes, nämlich bevor wir dann diese Mission weitermachen, die Hauptmission, machen wir hier mal Sinneswandel. Sinneswandel ist nämlich jetzt mal so eine Nebenmission, die sind wir noch gar nicht angegangen. Wir haben heute einen Bezirk angenommen, eine Hauptmission gemacht. Aber hier, Sinneswandel, das haben wir noch nicht gemacht. Sprich mit der Kontaktperson über die Entführung. Kathleen Lau, das ist ja die Polizistin, die Inspektorin, hat Tetzek auf eine mögliche Entführung aufmerksam gemacht. Die Frau, die an sie herangetreten ist, wünscht sich verzweifelt Gerechtigkeit. Es scheint, als wäre diese Entführung Teil eines größeren Plans. Findet die Frau, um mehr über den Fall zu erfahren. Wir wissen also noch gar nicht, was mit diesem Fall jetzt das was das zu tun hat mit irgendwie DedSec oder so. Aber das gucken wir uns jetzt einfach mal an, weil das ist auch eine Mission. Ne? Auch die Nebenmissionen haben manchmal eine coole Story. Auch da gibt es manchmal gute Informationen noch zu irgendwelchen Projekten hier in London. Von daher können wir einfach mal auch diese Nebenmission dann machen. Und dann schauen wir nochmal genauer nach, ob irgendwo dieses Coffee, also dieses Café, auch dann irgendwie zu sehen ist. Aber sollte ich das Café kennen? Ist das irgendwie ein wichtiges Café? Haben wir da schon viel gemacht? Kriegen ein... Seltsam. Einer unserer Server wird ununterbrochen vom WLAN eines bestimmten Star Roger Coffees angepingt. Und warum sollte mich das interessieren? Ja, zuerst hielt ich das für Noise, aber dann habe ich die Pings dekodiert. Das ist Morsecode. Drei Buchstaben, die immer wiederholt werden. Sprich weiter. S, O und dann kommt S. Na dann, los geht's. Schick mir die Koordinaten. Aha. Jetzt haben wir die Koordinaten von dem Café, wie es aussieht. Gut, jetzt verstehe ich das auch langsam.
Erstmal musste ein bisschen Story dazu kommen. Aber jetzt machen wir trotzdem erst die Kontaktperson, die Entführung und was da jetzt genau los ist. Ich weiß es noch nicht. Hab gehört, du suchst nach Detzek, ja? Gehörst du wirklich zu Detzek? Sagen wir, ich kenne Gott und die Welt. Okay. Hör zu, meine Freundin und ich haben uns mit diesem Mädel eingelassen. Sie war eine Visionärin. Wir wollten die Welt verändern. Aber plötzlich ist sie durchgedreht und will jetzt alle umbringen. Was soll das heißen? Ich weiß, es klingt verrückt. Aber sie hat meine Freundin. Ihr müsst sie retten, bevor es zu spät ist. Okay, gut. Klingt wie etwas, das sich machen lässt. Ich werde es weitergeben. Der hat eine Brille. Hässlich. Okay. Hast du was gefunden, Bagley? Ja, die Geschichte stimmt. Der SMS-Verlauf bestätigt seine Aussagen und ich konnte die Position der letzten Nachricht zu ihrem Absender zurückverfolgen. Na dann, los geht's. Sende Koordinaten. Wir haben neue Koordinaten bekommen, um eine Geisel zu retten. Okay. Auch hier die Straße ist zu lang, da kann man besser mal schnell mit der U-Bahn hin. Das geht bei weitem schneller, als wenn wir jetzt die ganze Gegend lang fahren würden. Und genau, obwohl, wenn der Ladebildschirm so lange ist, dann wären wir fast mit dem Auto schneller da gewesen. Mensch, warum braucht der denn jetzt gerade so lang? Kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Doch, jetzt sind wir da. Wunderbar. Und jetzt schauen wir mal gerade da rein, wer denn da entführt ist. Kann ich rüber? Ja, wunderbar. Perry Harris Sanierungsprojekt. Ich glaube, hier war ich schon mal in dem Bereich. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Wenn ich erstmal überlebe hier. Ich komme nicht mehr raus. Richtig. Oh, das ist tief. Oh, gut da. Ich muss mich selbst loben. Gut, hol sie raus. Hol sie raus. Gut. Hier kommen wir jetzt nicht lang. Wir müssen jetzt schon auf der anderen Seite hier weg. Aber das kriegen wir auch hin. Und jetzt nicht, dass er ja mit dieser Drohne, mit dieser Fracht machen. Schon mal gut geklappt. Und ich glaube, das war es auch schon, weil wir sind nicht mehr so viele Gegner. Das ist meine Zeit nicht wert.
Ja. Wir sind raus aus dem Bereich. Du bist offensichtlich entkommen. Sehr gut. Sie hat diese Irren eine Bombe ins Fahrzeug packen lassen. Fuck! Niemand sollte verletzt werden. Royal Courts of Justice, bitte halte sie auf. Dann setzen wir unsere hübschen Hintern lieber mal in Bewegung. Das ist im Stadtzentrum. Eine Explosion wäre verheerend. So, und nun gibt's einen Ort mit einer Bombe. Mein Glück habe ich schon die ganzen U-Bahnen irgendwie freigeschaltet. Da brauche ich nicht immer durch die ganze Gegend zu fahren. Aber, genau, da in diesem Royal Court war ich, glaube ich, auch schon drin. Ist halt immer schade, wenn man vorher schon die kleinen Teile sich alle sucht. Also die Sachen, die man nicht so unbedingt braucht. Und dann kommt man da an. Und hat eigentlich schon alles erledigt. Also irgendwelche Log-Dateien oder irgendwelche verschiedenen Fähigkeitspunkte, also Technikpunkte oder so. Und dann kommt man da nochmal hin und muss nochmal da durch, weil man dann eine Mission da hat. Das finde ich mal ein bisschen schade. Aber langweilig ist es halt auch, erst alles zu erledigen, das ganze Spiel durchzuhaben und dann erst die ganzen Kleinigkeiten sich zu sammeln. Das finde ich halt noch schlimmer, weil das ist richtig langweilig öde dann. So kann man wenigstens die Punkte dann auch alle zum Spielen benutzen. Also die Technikpunkte schon mal einsetzen und sowas. Was habe ich denn? Denk mal, du suchst einen Van voller Sprengstoff, der vermutlich so stabil ist wie ein einbeiniger Stier beim Kühe-Schubsen. Also, wenn du in ein Feuergefecht gerätst, versuch den Kugeln auszuweichen. Ein herablassender Roboter. Herrlich. Okay, versuch den Kugeln auszuweichen. Das kriege ich. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass die Bombe scharf ist und gerade auf die Zündung zutickt. Ich würde mich also beeilen, wenn du nicht darauf brennst, als öliger pinker Nebel zu enden. Ich glaube, wir sind hier ganz falsch. Ich glaube, wir sind genau dahinter das Gebäude. Ich sehe es gerade nicht. Moment. Mir war doch richtig. Faszinierend. So, aber irgendwie sind wir weit weg aus dem Gelbe. So, versuchen wir es mal. Okay. Also, hier rein. Ja, hier war ich auf jeden Fall schon. Was ist das? What? Das wird böse für dich enden. Ein getarnt? Das habe ich aber noch nicht gesehen. Tja, da ist das Fahrzeug. Und dazu Hunderttausende von Leuten. Das wird ein widerliches Chaos geben. Hab das Auto. Und jetzt? Mir ist eigentlich egal, was du machst. Wenn du Todesopfer vermeiden willst, könntest du es in den Fluss fahren. Liegt an dir. Ja, ich würde es auch gerne in den Fluss fahren, aber ich habe ja noch gar nicht den Gang auf. Oh Gott, wie soll ich das denn jetzt so schnell schaffen? Eine Minute und ich habe noch nicht mal die Möglichkeit, hier rauszukommen. Na komm, jetzt aber schnell. Okay, was soll ich jetzt machen? Fahr die Bombe in die Themse. Eieiei, wo ist die Themse? Da ist Wasser. So. Das wird nicht mehr klappen. Viel zu lange gebraucht, bis das Tor auf war. Ja, fahr doch. Kommt der auch noch nicht mal um die Kurve hier? Ich fahre einfach in die Sackgasse, ist mir egal.
Oder in die Einbahnstraßen, wie es auch immer hier heißt. Okay, wo seid ihr? Bitte sag, dass wir das auf Video haben. Ich würde mich noch nicht zu sehr feiern. Ihre Gruppe wird nach einem vereitelten Angriff nicht einfach aufgeben, sondern zurückschlagen. Verdammte Scheiße! So, wieder eine Mission geschafft. Gerade noch rechtzeitig eine kleine Trophäe in trockenen Tüchern. Mission gestartet. Es gibt eine neue Mission. So schnell kann es gehen. Da wird auch eine andere Mission. Und genau, hier ging es um die Autobombe. Ihr seht, da gibt es einen schicken Helm als Belohnung. Aber jetzt machen wir weiter mit der Sears-Mission, nämlich das Notsignal in dem Star Ogre Coffee oder Star Roger Coffee. So, und da wissen wir jetzt endlich auch, wo wir hin müssen. Das ist doch schon eine super Sache. Ja, ich bin mal gespannt, was es bei einer Sears-Mission als Infos gibt. Weil die kann ich jetzt gar nicht einsortieren, was das genau sein soll. 404 kenne ich jetzt. Ich kenne Zero Day. Ich kenne Albion. Ich kenne Kellys. Ich kenne also diese Frau, die sich da in die... ich weiß nicht, was das ist, was Sears ist. Wir gucken uns das jetzt mal an in Ruhe. So. Dürfte doch gar nicht so weit sein, die Mission. Genau, da ist er auch schon. Einfach 90 Meter schnell mal über die Straße. Zack, boah, das ist eine geile Karre. Und hier sollen wir das Notsignal jetzt untersuchen. Was ist mit dem? Löffel von Ibis. Okay, gut. Können wir jetzt nicht viel mit anfangen. Ich bin da. Was jetzt? Es scheint keine offensichtliche Gefahr zu geben, oder? Dann setz dich und ich pinge die IP an, die uns das Notsignal geschickt hat. Dann schauen wir uns mal an. Bisschen chillen, bisschen Kaffee trinken. Und schauen, was passiert. So ein altes Handy. Willst du mich etwa verarschen? Das ist ein Kryptophon. Es ist sicher. Jedes Gerät im CTOS kann angezapft werden. Wenn man uns belauscht, sind wir tot. Und zwar beide. Scheiße, wer ist da? Unwichtig. Wichtig ist, dass ich Insider-Informationen zum Sirs habe. Ich glaube, dass skrupellose Officer die Spur auf euch gelenkt haben. Ich sag's nicht gern, aber vielleicht kann nur DedSec sie aufhalten. Ich höre zu. Aber ich verspreche nichts. Gut. Ich habe die Koordinaten eines Treffpunkts auf einem Gerät in dieser Einrichtung versteckt. Hey Bagley, Sabine. Was haltet ihr von dem Ganzen? Okay, das ist uncool. Dieser Sirs-Typ meint also, dass Zero Day in Wahrheit Typen von Geheimdienst sind. Macht irgendwie schon Sinn. Die Anschläge waren für Außenstehende zu ausgeklügelt, aber der Sirs könnte das. Offiziell nutzt der SIRS Signals Intelligence Response Service CTOS-Überwachungsdaten, um terroristische und kriminelle Bedrohungen zu identifizieren. Dann schicken sie Albion los, um alles abzuballern. Zum Beispiel... Als Reaktion auf die Gewalttaten in London verlängert der Sirs das Recht der Anwendung von Schusswaffengewalt für Polizeitruppen und Albion-Sicherheitskräfte. Inoffiziell liest der SIRS mit deinen Daten deine unartigen Gedanken und verhaftet dich dafür. Das wären dann Mittel und Gelegenheit. Fehlt noch ein Motiv. Der Sirs ist ein Faschistenhaufen, aber sie sollen Gruppen wie Zero Day von Terroraktionen abhalten. Wie so einer anzetteln. Frag den Typ, wenn du ihn triffst. Okay, jetzt haben wir das auch schon mal rausgefunden.
Und was haben wir da? Einbürgerungsurkunde. Donaldson, was zur Hölle soll das sein? Dieses Zertifikat ist voll mit Rechtschreibfehlern. Niemand wird sich davon täuschen lassen. Ich will meine Eto zurück. Der Außenminister gewährt in Übereinstimmung mit den ihm übertragenen Befugnissen durch das britische Nationalakt von 1899 hier mit den der untunten genannten Person diese Einbürgerungsurkunde. Ab dem Ausstellungsdatum dieses Zertifikat ist sie ein britischer Staatsbürger nach gültigem Recht. Vollständiger Name Asghard Ahmad. Asghard. Unterschrift. Okay, hat einer versucht, sowas zu ver... Ja, wie nennt sich das? Zu, fälschen. Genau, jetzt habe ich es. Was für ein schweres Wort. Okay, Mission. Trifft die Sears-Kontaktperson. Der Sears wurde gegründet, um den Inlandsgeheimnis des Vereinigten Königreichs zu stärken, das organisierte Verbrechen zu bekämpfen und groß angelegte Terroranschläge zu verhindern. Doch seit dem Toren-Anschlag sind die Methoden des Sears immer extremer geworden. Dekzek wurde von einem Sears-Whistleblower kontaktiert. Er hat um ein persönliches Treffen beim Kennington Gasholder gebeten. Und da gehen wir jetzt mal hin und schauen, was das ist. Der Gasholder, also hier.